In diesem Film ist Katip Celebi so alt wie du. Würdest du mit ihm befreundet sein? Freunde, ich bin Katip Celebi. Ich bin ein osmanischer Gelehrter, der Werke zu vielen Themen geschrieben hat, insbesondere zu Geschichte und Geographie. Möchtet ihr mich besser kennenlernen? Ich wurde 1609 in Istanbul geboren. Mein richtiger Name ist Mustafa bin Abdullah. Da ich als Schreiber in der Armee arbeitete, wurde ich als Katip Celebi bekannt. Mein Vater war Soldat, der in einer Einrichtung ausgebildet wurde, in der osmanische Staatsmänner ausgebildet wurde. Im Alter von 6 Jahren lernte ich den Koran von einer von meinem Vater beauftragten Person zu lesen und ich lernte das meiste davon auswendig. Dann habe ich Grammatik und Schreibunterricht genommen. Als ich 14 war, nahm mich mein Vater mit zur Arbeit und gab mir ein Gehalt. So lernte ich Buchhaltung und Kalkulation. Später habe ich mit meinem Vater an einigen Kriegen teilgenommen. Ich sah alle Schwierigkeiten und Nöte des Krieges. Nachdem ich 10 Jahre lang an verschiedenen Kriegen teilgenommen hatte, kehrte ich nach Istanbul zurück. Ich nahm Unterricht bei den bedeutendsten Lehrern der damaligen Zeit und widmete meine ganze Zeit der Wissenschaft. Einerseits lernte ich selbst, andererseits unterrichtete ich meine Schüler. Der eigentliche Kampf für mich hatte gerade erst begonnen. Ich glaubte, dass der Kampf gegen die Unwissenheit wichtiger war als der Kampf auf dem Feld. Meine erste Arbeit im Bereich der Geschichte ist Fezleke auf Arabisch. Ich begann dieses Buch, indem ich die Bedeutung, das Thema und den Nutzen der Geschichte erklärte. Dann habe ich die Staaten aufgelistet, die im Laufe der Geschichte entstanden sind und die wichtigen Ereignisse, die sich ereignet haben. Der türkische Fezleke, der als Fortsetzung dieses Buches angesehen werden kann, ist eine osmanische Historie, die die Ereignisse zwischen den Jahren 1591 und 1654 beschreibt. Auch die Lebensgeschichten von Staatsmännern und Gelehrten habe ich kurz in dieses Buch aufgenommen. In den Jahren, in denen ich an den Kriegen teilgenommen habe, habe ich erlebt, dass die Soldaten einige Fehler gemacht haben. Dies liegt daran, dass sie Geschichte und Geografie nicht kannten. Deshalb hielt ich es für notwendig, dass die Soldaten und Herrscher Geschichte und Geografie studieren. In einem meiner Bücher habe ich die Geschichte der osmanischen Marinewesen studiert. Ich erklärte, wie die osmanische Marine und Werft funktionierten. Am Ende dieses Buches habe ich Vorschläge gemacht, um die Misserfolge in der Seefahrt zu überwinden. 1645 nahm ich an der Kreta-Expedition teil. Auf diese Weise hatte ich die Gelegenheit zu untersuchen, wie die Karten entstanden sind. Ich war oft krank. Ich fing an, medizinische Bücher zu lesen, um Lösungen für meine Krankheiten zu finden. Ich mochte Bücher sehr. Überall besuchte ich Buchhändler und investierte mein ganzes Geld in Bücher. Ich habe ein großes Erbe von meinem wohlhabenden Verwandten geerbt. Mit der Hälfte dieses Erbes habe ich Bücher gekauft, mit der anderen Hälfte habe ich mein Haus reparieren lassen. Kurz darauf habe ich geheiratet. Ich habe zu viele Bücher gelesen, um ein Ereignis zu beschreiben. Zum Beispiel, während ich an einem meiner Werke schrieb, rezensierte ich 1300 Bücher. Während der Arbeit vergaß ich alles und las das Buch, bis die Sonne aufging. In meinem Geschichtsstudium habe ich mich dafür eingesetzt, Gefühle beiseite zu lassen und neutral zu sein. Ich war der Erste, der sich auf westliche Quellen im Osmanischen Reich bezog. Ich habe einige lateinische Bücher in unserer Sprache übersetzt. Ich habe versucht, nicht innerhalb der Grenzen des wissenschaftlichen Verständnisses der Zeit zu bleiben, in der ich lebte. Ich habe die wissenschaftlichen Studien zur Astronomie im Westen verfolgt. Ich suchte nach Beweisen dafür, dass die Erde rund ist. Damals war noch nicht bewiesen, dass die Welt rund ist. Meine Arbeiten erregten sowohl im Osmanischen Reich als auch im Westen auf großes Interesse. Einige meiner Arbeiten waren eine wichtige Referenzquelle für westliche Islamforscher.
Mein Werk namens Cihan Nüma gilt als eines der wichtigsten Werke der osmanischen Geographie. Dieses Werk veränderte das Weltbild der Osmanen. Zu meinen Lebzeiten interessierten mich auch die Probleme, die den osmanischen Staat und die Gesellschaftsordnung beunruhigten. Ich habe versucht, Lösungen für diese Probleme zu finden. Mein Ziel war es, dass jeder Artikel, den ich schrieb, eine Lösung für ein Problem war. Liebe Kinder, ich hoffe, dass meine Lebensgeschichte euer Interesse geweckt hat. Mein ganzes Leben lang habe ich an die Bedeutung der Wissenschaft geglaubt. Ich habe es bis ins kleinste Detail recherchiert, um Erkenntnisse zu einem Thema zu gewinnen. Ihr könnt auch zu Themen recherchieren, die ihr interessant findet. So könnt ihr der Menschheit nützlich sein, indem ihr einige Probleme löst.